Ja, und herzlich willkommen zum gemeinsamen Atemachtsamkeitsübungstag. Und wir legen gleich los. Bevor wir uns für heute zum allerersten Mal dem Atem zuwenden, prüfen wir noch einmal schnell die Ansicht, mit der wir die Meditation betreiben, Einstellung. Machen uns bewusst, dass es hier nicht darum geht, sich was zu holen, was Neues, noch nicht Erlebtes dazu zu erobern, sondern im Gegenteil darum zu erleben, weniger werden zu lassen, inhaltlich weniger, weniger ichhaft. Machen uns noch einmal kurz das Ziel bewusst. Es ist friedliche, erlesene Auseinanderfallen der Ich bin Konstrukte. Ganz einfach um unseren Achtsamkeitskompass gut einzunorden. Gleichzeitig wissen wir mit praktischer Weisheit, dass auch dieses Zerfallen gewisse Vorbedingungen braucht. Gewisses Training am Geist, um ihn in eine begreifensfähige Position zu bringen. Dadurch machen wir jetzt ein achtsames Erleben der Ein- und Ausatmung zum Mittelpunkt unserer geistigen Priorität. Also ohne uns körperlich auf einen Punkt festlegen zu müssen. Richten wir unseren Aufmerksamkeitsfokus auf die Tatsache, dass wir einatmen, wenn wir einatmen. Die Tatsache, dass wir ausatmen, wenn wir ausatmen.
Achtsam atmen wir ein, achtsam atmen wir aus. Etablieren dabei Wichtigkeit, Achtsamkeit. Alternativen Erlebensmodus. Nehmen wir uns ganz direkt mit dem der Gegenwart Erlebbaren beschäftigen. Dem Einatmen des Körpers. Ausatmen des Körpers.
Achtsamkeit bedeutet unmittelbares, direktes Erleben der Gegenwart. Achtsamkeit bedeutet auch wissensklar, uninvolviertes Beobachten. Wenn die Atmung zum Betrachtungsobjekt wird, kann es schon passieren, dass wir dann anfangen, daran herum manipulieren zu wollen. Dieses Einmischen vermeiden wir ganz bewusst, steuern ihm entgegen, indem wir klar bewusst die Eigenschaft jedes Ein- und Ausatmens zur Kenntnis nehmen, eben nicht zum Anlass nehmen, uns einzumischen, lassen den Körper ein- und ausatmen. Schränken die Aufgabenstellung des Geistes darauf, zu wissen, dass das Einatmen, das Ausatmen lang ist, wenn es lang ist, zu wissen, dass das Einatmen oder das Ausatmen kurz ist, wenn es kurz ist.
Wissensklarheit beobachten sorgt für ein intelligentes, waches Dabeibleiben. Atemachtsamkeit, ja, und viel mehr als nur ein unbewusstes Dahindümpeln, ein Trancezustand am Atem. Wir wollen intellektuell wach bleiben. Zusammenhänge greifen können. Details unseres Lebens beobachten können. Wie eben zum Beispiel Länge, Kürze des Ein- und Ausatmens, Präferenzen zu setzen, nicht manipulative Klarheit, das Merkmal der effizienten Achtsamkeit.
Bis 7 Uhr zur nächsten Meditation.